Ja, liebe Freunde, was haben wir jetzt bisher? Kurze Repetition zu dem, was wir bisher gelernt haben. Das brauchen wir jetzt, um zu begreifen, was wir wirklich jetzt optimiert beim Segelfliegen oder auch beim Flugzeug brauchen, um zu verstehen, was der Anstellwinkel in Bezug auf das Profil, auf das Tragverhalten für Auswirkungen hat auf unser Flugverhalten. Also, wir haben hier unseren Auftrieb, unser Gewicht vom Flugzeug, das holen wir uns im Kopf. Dann haben wir hier in dieser kurzen Vektorgrafik klar aufgezeigt, dass wir, wenn wir den Motor aus haben, jetzt also ein Segelflugzeug haben, dass wir durch die eine Gewichtsverteilung nach vorne unser Vortrieb erreichen, dem aber entgegengesetzt unser Widerstand da ist, und dass sich dadurch hier unsere resultierende, die wir haben, als Gesamtgewicht oder als Auftriebskraft aufteilt. Dann haben wir gelernt, dass wir durch die Zirkularströmung, die wir hier am Profil haben, die hier hinten um die Endleiste rumwandert und hochkommt und dann die laminare Strömung zur turbulenten macht, dass wir die tunlichst verhindern sollen. Aber wenn wir jetzt weiter nach langsamer fliegen und der wandert hier oben hoch, wird das Profil mehr Auftrieb haben. Das haben wir auch verstanden. Also größerer Anstellwinkel, mehr Auftrieb. Flacher Anstellwinkel, steilerer Anstellwinkel, fliegen wir zwar schneller, haben erhöhten Widerstand, aber weniger Auftrieb. So, und da spielt hier mit Anstellwinkel und jetzt kämpft immer der Beiwert des Widerstandes zum Beiwert des Auftriebs. Ja, so war hier das Kampf aufgezeichnet. Hier haben wir einfach mal aufgeschrieben, das sind die CA, das sind die Auftriebsbeiwerte. Und hier haben wir den Widerstandsbeiwert. Und hier habe ich mal in dieser Kurve eingetragen, was passiert. Hier haben wir die Polare, geht auf Otto Lilienthal zurück. Ja, also der Vater der Väter, ja, der Fliegerei. Der hat das damals aufgezeichnet und ich bediene mich jetzt einfach mal dem. Wenn wir diese Kurve haben, das ist der Anstellwinkel hier oben, plus 15 Grad, also so, hier 3 Grad, hier 2,5 Grad, hier 0,2 Grad, also fast gerade, und hier minus 2,5 Grad, also Schnellflug. Und hier unten gehen wir in den Senkrechtflug, Anstellwinkel gleich 0, und dann gehen wir in den Rückenflug hinein, ja, also minus 12, dann fliegen wir so, minus 12 nach oben, sodass wir da genügend im Rückenflug haben. Also minus 12 Anstellwinkel zu 0 senkrecht, dann 2,5 Grad, 0,2 Grad. Und ihr seht, der Auftrieb wird größer, je größer ich den Anstellwinkel hebe. Bis zu einem gewissen Punkt. Da haben wir gewusst, aha, da reißt doch unsere Strömung ab. Ja? Je höher der Winkel kommt und der kommt hier hoch, gibt es mehr Turbulenzen, dann reißt irgendwann am Profil die Strömung ab. Und dann hört es einfach auf. Ja? Fallen wir runter. Trudel. Ende. Ist kein Höhe 15 Grad. Jetzt haben wir Folgendes. Wenn wir hier die Tangente anlegen, von dem Nullpunkt hier hoch, ja, ich mache das einfach mal so freie Schnauze, da ist da, wo der Punkt die Kurve berührt, das beste Gleiten. Also ungefähr mal hier, das ist das beste Gleiten. Dann haben wir hier das beste Sinken. Ja, also ist der Unterschied. Ich gleite mit einem Profil, wunderschön. Ich fliege schneller, habe einen geringeren Anstellwinkel, fliege dadurch auch schneller. Der Beiwert, der Widerstandsbeiwert steigt. Ja. Und wir haben hier dann das beste Gleiten. Und hier sind wir schon im Schnellflug, in diesem Bereich. Das ist so der Bereich, wo wir im Schnellflug drin sind. Und jetzt geht alles, was hier zwischen ist, also bestes Gleiten, bestes Sinken, was hier hochgeht, ist Thermikfliegen, also wo wir in der Thermik fliegen. Also wir sollten ja natürlich mit dem besten Sinken fliegen, wo die Maschine optimal austariert ist zum Auftrieb und zur Geschwindigkeit, zur Manövriergeschwindigkeit, sodass wir auch optimal fliegen. Dann sind wir in diesem Bereich, wo wir Thermik fliegen. Ja, so. Und das ist, dieser Bereich geht ungefähr bis dahin für Start und Landung. Da fliegen wir quasi hier lang, wir müssen ja bei der Landung manchmal schneller anfliegen. Ja. Dann sind wir natürlich hier in dem Bereich drin. Aber wenn wir jetzt so in Richtung Abfangbogen gehen und fangen immer weiter ab, erinnert euch, wir erhöhen den Anstellwinkel immer höher, und dann
Wumm, mit dem Sporn zuerst, mit dem Rad danach, also, oder Zweitpunktlandung. Wir spielen mit der Geschwindigkeit, indem wir die rausnehmen, mit den Klappen zum Beispiel stören, oder auf der Ebene, weil wir ja den Bahngleichflug haben, kommen wir der Ebene immer näher und fangen darauf ab und dann reißt die Strömung dann später schön ab, wumm, und wir sitzen auf. Und das ist ungefähr ab dem Punkt. Wenn wir jetzt Kunstflug machen, zum Beispiel wir gehen auf Föhl, F3A, Aufwärtsfigur, oben entlang, nehmen wir die Fahrt weg bis zu einem gewissen Punkt und dann mit einem Seitenruderkick, mit Querruder unterstützt, gehen wir ins Trudeln über. Das ist genau dieser Punkt hier. Da fliegt die Maschine nicht mehr. Wir haben den Anstellwinkel so weit erhöht, dass das passiert. Dass dieser Ablösepunkt da oben, was alles turbulent macht, die Strömung nicht mehr anliegt. Und beim Trudeln ist so die Eigenart, dass auf der einen Seite die Strömung anliegt, sagen wir mal auf der, ich fliege los, gehe hoch und mache jetzt die Querruder, wie ich jetzt rechts trudeln will. Ich gehe quasi immer steiler hoch. Strömung liegt jetzt schon fast nicht mehr an. Die Maschine, im Original merkt man das, kündigt sich an durch Schütteln. Also an, Strömung liegt an, nicht an, an, nicht an. Dann schüttelt die Maschine. Wir können das beim Modell nur sehen, das ist unheimlich weich. Und wir müssen immer gucken, wie die Maschine so am Himmel so steht in der Position. Da müssen wir ein Gefühl dafür entwickeln, wann jetzt die kritische Position kommt, wo es abkippt. Und dann schüttelt es. Und wenn man dann jetzt Querruder reinnimmt und das Seitenruder tritt, dann kippt die Maschine an. Und was passiert? Ihr seht, die Oberseite beschleunigt und dann liegt da die Strömung wieder an. Auf der Seite liegt die Strömung an. Und hier ist sie abgebrissen. Das heißt, ich habe hier Auftrieb auf der einen Fläche und auf der anderen Fläche gar keinen Auftrieb. Und dann geht die Maschine immer um die tragende Fläche herum und die, da wo die Strömung abgerissen ist, die ist innen. Wie kriegt man es raus? Ganz einfach. Seitenruder treten, ja, Seitenruder treten. In entgegengesetzte Richtung, Ruder neutral lassen, stürzen lassen, ein paar Meter, ist die wieder direkt draußen. Also so ist das Trudeln zu verstehen. Abriss einseitig auf der Tragfläche. Aber hier beschreiben wir im Geradeausflug den Abriss über beide Tragflächen, also über das Gesamtprofil der gesamten Tragfläche. Ungefähr verstanden? Die beiden sind immer miteinander in Korrespondenz durch den Anstellwinkel des Flugzeuges. Je höher der Auftriebsbeiwert kommt, umso größer der Anstellwinkel geht hier, plus, also hier bei minus 2,5, 0,2, 2,8 Grad, 3,3 Grad, 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad, so. Irgendwann reißt die Strömung ab und wir kippen mal runter. Das ist nichts anderes als dieses Diagramm, was von Otto Lilienthal damals auf den Kongressen vorgestellt worden ist. Und zu Recht sehr einfach zu verstehen. Mehr Ingenieurswissen kommt jetzt gar nicht mehr. Also deswegen gehen wir jetzt einfach schnell weiter und gehen zum nächsten Schritt.